Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, der LKW hat mit mir schon wieder Tango getanzt. Das ist auch okay. Wenn er das möchte, kann er das gerne tun. So. Hier parken wir den LKW auch erstmal wieder ein. Wunderbar. Ich habe mal noch in der Zwischenzeit den Spielstand neu gestartet. Um mal hier zu gucken, ob das Ballenlager noch kaputt ist. Ja. Das Ballenlager ist kaputt. Das Ballenlager ist auch kaputt. Nein, hier geht's. Ah, hier geht's. Muss genau an der Ecke sein. Ach, genau hier im Ding. Ah. Ach, das ist ja gemein. Nur hier ist der Trigger zum Entladen. Boah. Also das ist echt gemein. Na gut, hätte ich vielleicht mal früher drauf kommen können. Na gut. Jetzt wissen wir aber Bescheid. Oh. Hätte ich auch früher echt drauf kommen können, mal zu gucken, wo ist überhaupt der Trigger. Aber ich dachte so, hä, das gibt's jetzt ja gar nicht. Aber gut. Jetzt weiß ich da Bescheid. Wir lagern jetzt erstmal noch das Herbizid aus. Und können dann mit diesem LKW auch noch in die Wartung. So. Hier muss ich immer das Fass abkoppeln, weil das Fass kann ja eben auch Diesel laden. Wenn ich das nicht abkoppel, dann lädt der Diesel. Und das möchte ich ja eben nicht. So, ist auch ein relativ seltenes Bild, dass alle LKWs zu Hause sind. Ja, ich weiß, das hält meistens nicht lange, weil am nächsten Tag muss ich ja eh wieder mit dem Fass los, um Rohöl zu holen. Aber so ist das normal. Aber Stand jetzt sind alle LKWs zu Hause. Ja, da kann man ja auch schon mal ein bisschen stolz drauf sein, dass eben alle LKWs so weit schon mal zu Hause sind. Wie sieht es denn eigentlich aus in unserem Kalkwerk? Gucken wir mal im Kalkwerk nach dem Speichern. Und die haben schon ein gutes Stück geschafft hier. So, Kalkwerk. Kalk. Kalk aus Wasser könnte man theoretisch auch noch aktivieren. Zack, dann tun wir hier mal ordentlich Kalk produzieren. Können auch sagen, Kies in Überstunden. Kies haben wir, glaube ich, auch noch eingelagert. Aber jetzt als allererstes müssen wir erstmal hingehen. Und wir laden Gras für die Schafe. Nein, nicht Silage. Kein Ding, keine Luzerne, kein Heu. Kein Stroh. Ich hätte gern ganz normales Gras. Ja, sehr schön. Okay. Kies müssen wir doch, glaube ich, eingelagert haben. Moment mal, ich schaue mal schnell nach. Kies, jawohl, haben wir noch 400.000 eingelagert. Wir haben noch einiges an Sand eingelagert. Gut, Tritikale, Luzerne frisch. Luzerne frisch müsste doch... Momentchen mal. Luzerne frisch. Wo ist denn das? Ballenlager, neue Halle. Wie sieht es in der Heutrocknung aus? Haben wir da Platz für Luzerne? Für 150.000. 180 ungefähr haben wir. Okay, das erstmal nicht. Aber wir haben geladen jetzt das Gras. Und wie versprochen, da ich jetzt nicht so viel zu tun habe, nur noch so die letzten Arbeiten, gehe ich auf mal 30.
Ich muss so ein bisschen im März aufpassen, weil im März ist wieder ein großer Block mit der Ansaat. Und ich bin immer noch am Überlegen, ob ich hier nicht noch irgendwie wo was mache. Hier drüben zum Beispiel habe ich ja schon die Halle entfernt vom Zug. Da könnte man zum Beispiel auch sich überlegen, das Feld begradigen. Ja, nochmal ein bisschen Ackerfläche gewonnen. Und so weiter und so fort. Bin ich jetzt echt zu langsam am. Ein bisschen am Grübeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ich das mache. Ob ich das mache. Hier könnte man theoretisch auch ein kleines, zumindest eben machen und nochmal irgendwas platzieren, irgendein Lager oder so. Das Feld ist ja auch brach. Ich denke mal, da werde ich einfach drüber malen, dass das Feld verschwindet, weil das läuft ja negativ in unsere Precision Farming Bewertung ein. Und das ist ja auch nicht so gut. Schauen. Mal schauen. So. Es meldet sich schon langsam der Fischer, dass er gern Diesel hätte. Also ganz leicht und zaghaft. Ich hätte da dann mal in 2 Tagen gern. Ja. Sieht ja auch schön, wie es die Schafe geht hier schon nicht mit der Grasträger oder doch, man muss ja nur weiter reinfahren. Okay. Super Sache. Und der Komposter sagt auch mal, Kollege, ich hätte gern Diesel. Ja, das kriegen sie auf jeden Fall dann auch. Aber, dass wir auch hier mal wirklich vorankommen. Gucken wir jetzt, dass wir in den Dezember kommen. Ich möchte da auch langsam mal Jahr 8 stehen haben. Unter unserer Monatsanzeige. Aktuell bin ich im 7. Jahr in diesem Projekt. Und ja, wenn da mal 8 steht, das wäre auch schon mal ein kleiner Fortschritt. Wir sehen auch das Klärwerk. Hätte ich mal gern wieder Abwasser. Kälberfleisch sollte man auch mal wieder bringen. Separator Abwasser fast voll. Und genau das war eben der Punkt. Jetzt muss ich sogar schon wieder raus mit einem LKW. Also es hat sich lang gehalten. Vielleicht 7 Minuten. Wo alle LKWs mal geparkt am Hof oder in ihrer Parkbuchten standen. Ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. So, dann können wir den nämlich auch in die Wartung schicken. Okay. Ta 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 ta. Ja, das funktioniert doch. Im nächsten Monat wieder so viele Ballen bekommt von der Silage, dann so langsam, aber sicher wird es sportlich, sage ich mal. Es wird sehr, sehr sportlich. Einfach so viel Sachen haben mittlerweile. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Stroh. Ich habe gedacht, wo ich das Projekt so gestartet habe und dann auch so die Stelle so gemacht habe. Ja, das Stroh, das wird wahrscheinlich schon eng. Und aber mittlerweile kann ich definitiv sagen, nein.
Auf der Marsch bekommst du so viel Stroh, das ist Wahnsinn. Meine, wir haben ja so viel voll an Stroh, das kannst du dir gar nicht ausmalen. Jetzt passt hier natürlich nicht. Jetzt haben wir uns hier schon wieder festgefahren. Jetzt hier irgendwie wieder befreien können. Aber es sieht gut aus, dass ich das jetzt hingekriegt habe. Ja. Ich habe es doch hingekriegt. Also alles gut. Hätten sogar noch Platz für einen weiteren Anhänger. Ja, unsere Ballenlagerfläche zum Gären ist jetzt eigentlich auch überflüssig. Aber die lassen wir einfach mal noch so stehen. Oh, hier haben wir noch Platz. Hier können wir mit unserem Trecker rein. Aber ich bin mir jetzt unsicher, ob ich schon bei den Pferden war im heutigen Monat. Deswegen schaue ich einmal ganz kurz nach. Bei unserem Pferdchen. Und siehe da, wir waren noch nicht da. Wir waren noch nicht da. Nachwuchs in 5 Monate. Sehr schön. Steht das jetzt an jedem Stall, wenn Nachwuchs kommt? Nachwuchs in 1 Monat. Okay. Nachwuchs in 2 Monaten. Aha, okay. Wir haben so viele Tiere drin. Gesundheit, Reproduktionszeit zeigt es uns jetzt an. Reproduktionsrate 10 bis 80%. Also wir haben keinen mit 0 und keinen mit 90%. Das ist ja auch schon mal gut. Geschlechtsreife haben wir auch einige zwischendrin. Und dann sehen wir halt hier noch die ganze Nahrung. Das ist eine schöne Einstellung. Das ist doch eine schöne Einstellung. So, hier haben wir auch wieder voll. Nahrung ist auch schon wieder relativ wenig drin. Aber gut. So, dass wir hier auch mal wieder weitermachen können mit unserer Vorspulaktion. Ja, das ist, dass halt eben der Separator hier auf Maximallast läuft, kriegen wir hier schon ordentlich raus. So, jetzt ist der Flüssigdünger fast voll. Also, die wollen mich doch jetzt ärgern. Die wollen mich doch jetzt ärgern. Na gut. Jetzt müsste ich schon wieder fast ein zweites Ding kaufen, ne? Ein zweites Fass hier, es wird immer mehr. Mal kurz hier in die Prozente reingucken. Ist jetzt eigentlich noch nichts da, was wir nehmen könnten. Aber wie versprochen, ich habe mal mittlerweile das Hay and Forage Pack aktiviert. Da haben wir dann 2 Mähwerke vom Sepp Knüssel oder Knüsel und von Krone. Dann bei den Wendern haben wir nur einen von Krone dazu bekommen. Beim Schwader haben wir natürlich auch einen von Krone dazu bekommen. Und von Reiter. Genau, Reiter. 3 verschiedene Schwader und natürlich ein Riesenschwader von Pöttinger mit 14 Meter Arbeitsbreite. Das ist schon Wahnsinn. Und dann haben wir hier hinten natürlich für den kleinen, ne, mit 14 Kubik, relativ klein, der Ladewagen und
Den Ladewagen haben wir auch neu bekommen. Wie ich aber finde, der ist eigentlich. Ja, wie soll ich sagen? Der ist eigentlich für Preis-Leistung optimal, weil 47 Kubik für 1105, 1.500 Euro, klar, kann man sagen, noch Siliermitteltank. Dann hat man hier vorne den Tank noch dazu. Ja, das sind halt einfach so Sachen, wenn man sich jetzt einen vergleichbaren preislich raussucht, so hier bei 35 Kubik. Ja, und der hat einfach nochmal 17 mehr, 12 Kubik mehr. Das ist halt schon erstaunlich. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.